die Sitzfläche auf Fahrteller kontrollieren und mit dem Bohrlöcher nach oben auf den Tisch legen. Vor der Sitzfläche kommt die Leiste mit den vier Löchern nach oben. Den Akkubohrschrauber auf Drehgeschwindigkeitsstufe einstellen. Anschließend bei den Drehmomenten auf Stufe 15 wechseln und den Bits-Einsatz TX25 einspannen. Je ein Holztübel in die zwei größten Bohrlöcher der Leiste bis zum Anschlag eindrücken. Falls es von Hand nicht geht, den Gummihammer benutzen. Mit der flachen Seite und Gefühl einschlagen. Danach Montageleim auf die hintere Seite der Leiste auftragen. Um den Leim wieder zu stoppen, Entlastungsgriff bei der Kartuschenpresse drücken. Dann die Leiste von Hand in die Sitzfläche eindrücken. Mit den zwei Spanplattenschrauben 4,5 40 mm Torx 25 festschrauben.